hat mir noch eine grüne Bundesrätin wäre wirklich das Schönste. Nach so einem Gespräch wünsche ich mir das amix, ja. Und es hätte so gut zu Bern auch passt. Bern ist ja quasi die grüne Hochburg von der Schweiz. Grün, grüner Bern, ja. Schauen wir doch mal in Berner News, nur von der letzten Woche, um zu sehen, wie grün wirklich Bern ist. Dort haben sie zum Beispiel gerade einen Pilotversuch zu der Müllentsorgung gestartet. Bern will Abfall in verschiedenfarbigen Abfallsäcken entsorgen. In verschiedenen farbigen. Aber das machen sie in Bern doch schon. Ja, nein. Nein, nein. Wir sollen jetzt nicht. Nein, nein. Man soll jetzt Abfall und Wertstoff wie PET-Flaschen, Aludosen, Altglas in separaten farbigen Säcken zogen und in einen Container rühren, wo die Stadt direkt vor das Haus reinrollt. Ja? Also zum Beispiel jetzt, um aktuell zu bleiben, der Siegenblumenstrauß von der Regula, der kommt die grüne Sack rein, ihr Kleid für den Amtsantritt die gelbe Sack, ihre Antrittsrede die blaue Sack und ihre Ambitionen einfach die Restmüll. Mir gefällt das Konzept von farbigen Güsselsäcken. In Zürich sehen die Säcke langweilig aus. So, ja? Güsselsäcke? Ja. Aber Tommy, kommt das Projekt gut an bei den Bernern? Eigentlich sehr gut. Der einzige Kritikpunkt, den sie wirklich gebraucht haben, dass die Säcke aus Plastik sind. Das gefällt mir natürlich nicht. Aber ich sage selber, die Schuld. Hätten wir jetzt die Regula gewählt, dann wären es natürlich Jute-Säcke gewesen. Ja? Oder sicher selber gehökelte Wollensäcke hätten das können sein. Aber nein, hätten nicht sollen. Und die Innenstadt von Bern ist von dem Versuch noch ein bisschen verschont. Sie wollen dort das neue Farbsackkonzept noch nicht anwenden. Ja, dort länger die paar alten Säcke noch. Ja, genau. Oder Freunde Männlich, hey, grün, grüner Bern. Ja, das haben wir auch gehört diese Woche, auch klassisch grün. Das AKW Mühleberg wird abgeschaltet. Und das hat uns natürlich von unserer kleinen Satire-Show ein bisschen stutzig gemacht. Wir haben ja eigentlich schon 4 Sondersendungen vorbereitet, wenn das Ding in die Luft fliegt. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen überrumpelt. Ja. Kapi, erzähl, wie das abläuft. Ja, nächsten Freitag wird es stillgelegt, runtergefahren. Und im SRF 1 gibt es eine Sondersendung zum Shutdown. Nein, das ist nicht wahr. Wirklich? Doch. Wirklich? Ja. Oh, das ist ja ein regelrechter grüner Porno. Oder? Nein, das ist, doch der Traum für jeden Grünen. He? So eine AKW-Abschaltung, das erlebt man als Grüne nur einmal im Leben. Also so eine geplante. He? Und man ist natürlich als Grüne, könnte ich mir vorstellen, auch ein bisschen wehmütig. Schließlich ist der Berner Grüne ist ja mit dem Mühleberg gross geworden. Mhm. Seine ersten Worte waren wahrscheinlich Atomkraft, nein, danke. Und sein erster Kuss an einer Anti-AKW-Demo. Der erste Trip auf Jodtabletten. Und einfach auch die ständige Spannung, ja, dass jederzeit zu einem Supergau kommen könnte, das hat ja auch seinen Reiz, ja, so in der Jugend. Aber jetzt, nach 47 Jahren Betrieb, ist es vorbei. Ja, ein richtiger Berner mit 47 in Ruhestand. Mhm. Aber jetzt musst du wissen, der Abbau geht aber nicht so schnell, wie man denkt. Zuerst mit dem Brennstab auskühlen und das geht bis 2024. Dann werden sie in Blei oder Beton umgewandelt und dann ganz vorsichtig über dem Aargau abgeworfen. Ja? Direkt in den Garten von Pete Schweber wahrscheinlich. Nehmen wir jetzt weil der Aargau ist ja für AKW das gleiche wie Afrika für Velos, oder? Dort hat man einfach noch Freude dran. Ja. Im Aargau sind es auch nicht so Schisshasen wie in Bern, ja? Die schalten doch das AKW nicht nach 47 Jahren aus. Nein, nein, Betznau muss noch Strom liefern, bis der letzte Brennstab umgeknickt ist. Ich traue der Aargau wirklich alles zu. Wahrscheinlich tun sie den Mühleberg dort noch einen schön zusammenflicken und noch mal 10 Jahre ans Netz hängen. Das ist mega aufwendig. Kann man das Mühleberg nicht einfach in so einen von diesen farbigen Abfallsäcken tun? Ja. So an der Gobkasse. Oh, und gerne nehmt ich noch einen leuchtgrünen 20'000 Liter Sack für die Atomabfälle. Ich sehe, das AKW ist ein bisschen wie ein IKEA-Möbel. Ja? Zusammenbauen geht noch knapp, aber dann auseinanderschrauben und zügeln lohnt sich nicht. Ja? Dann lieber in Aargau mit dem Plunder. Ja? In Aargau mit dem Plunder. Das Aargau ist ja auch ein bisschen, kann man so sagen, das Brocki von der Schweiz. Ja? Ja. Jetzt aber bis 2034 soll dann der Rückbau komplett fertig sein von dem AKW. Und dann kann man ja dort etwas Neues machen. Aber was könnte man dort reinbauen? Unsere Vorschläge? Das Zirkus Knie Winterquartier? Oder ein Mike Schiva seine Traumvilla. Oh. Oder das Zweites Alpenmare mit Strahlenbad. Könnte man dort, Nein, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Wirklich eine mega gute Idee für Bern. Das müsste man jetzt natürlich die perfekte Lage. Man müsste jetzt das ein bisschen abklären, aber ich glaube, es wäre doch eigentlich die perfekte Lage für ein neues AKW. Oh! Ja? Ja.
Aber wie ist eigentlich jetzt Bern mit der Stromversorgung ohne Mühlenberg? Gibt es jetzt Engpass, Mängel? Nein, weißt du, der Durchschnittsberner der braucht den Reststrom höchstens für seine Indoor-Hanfanlage. Mm. Ja, höchstens. Da braucht er etwas. Es ist einfach so, dass Bern die perfekte Stadt für die Grünen wäre. Ja? Schau mal. Berner Haschpilotversuch nimmt weitere Hürde. Hm? Toll. Also ich denke, wir brauchen ja nicht wirklich etwas, was Berner noch langsamer macht, oder? Wenn man will, jetzt gesetzlich möglich machen, dass in Bern Cannabis-Pilotversuche durchgeführt werden können. Die Bürgerlichen fürchten natürlich, dass das der erste Schritt zur Cannabis-Legalisierung ist. Und das wollen wir ja nicht, oder, Kapi? Das willst du ja nicht, oder? Mm-mm. Nein, natürlich nicht. Willst du das, Dominik? Nein, natürlich nicht. Kameramann, willst du das etwa? Nein, natürlich nicht. Publikum, wollt ihr das? Nein, natürlich nicht. Ja? Also, ich liebe SVP. Lieber Cannabis als Koks, oder? So.